setz dich mal hin und stell dir die Frage, was ist dein Ziel? Ich möchte dir einige Hinweise geben, wie du wissen kannst, auf welchem Weg du dich befindest. In deiner Freizeit, wenn du alleine bist, welche Person bist du dann? Welche Dinge tust du gewöhnlich? Was hörst du dir an? Was siehst du dir gerne an? Ich kenne einige Menschen, wenn sie mit sich alleine sind und einen Bildschirm vor sich haben, würde es dich schockieren. Wenn du das sehen könntest, was sie sich im Netz ansehen, mit wem sie sich unterhalten, was sie treiben. Junge Menschen im Alter von 10, 12 Jahren, Jungs und Mädchen, wenn sie darüber sprechen, was sie in ihrer Freizeit tun, das ist, wer sie wirklich sind. Was du im Geheimen tust, ist, wer du wirklich bist. Kennt ihr den Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er mit seinen Gefährten sprach? Dann sagt er über die Mehrheit seiner Umma, die Mehrheit der Muslime wird in der Hölle leiden. Nicht wegen gewöhnlicher Sünden, die jeder begeht. Nicht wegen großen Sünden, wie dem Unterlassen des Gebets. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn sie alleine sind, im Privaten, im Geheimen, mit den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, überschreiten sie die Grenzen des Verbotenen. Sie sehen sich Dinge an, die sie nicht sehen dürfen. Sie sprechen über Dinge, über die sie nicht sprechen dürfen. Sie unterhalten sich mit Personen, bei denen sie nichts zu suchen haben, über Dinge, die ihre Begierden befriedigen. Sie hören Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Sie folgen ihren Begierden. Und die Mehrheit der Menschen aus der Umma des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wird in der Hölle brennen. Wegen der Taten, die sie im Privaten tun, die niemand sonst kennt. Wisst ihr warum? Es ist nicht nur deswegen, weil sie diese Sünden begehen. Einige davon sind kleinere Sünden. Eigentlich sind es hauptsächlich kleinere Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala wirft ihnen nicht nur die Sünde vor. Aber wenn du im Privaten bist, das ist genau wer du bist. So bist du in Wirklichkeit. Aus diesem Grund werden Menschen aus der Umma des Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Qualen des Höllenfeuers erleiden. Nicht wegen der Sünden an sich. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist vergebend. Er subhanahu wa ta'ala ist gnädig. Aber die Taten eines Menschen definieren seine Identität. Was du im Geheimen tust, ist deine Persönlichkeit. Betrachten wir einmal den umgekehrten Effekt. Es gibt Menschen, die dich anlächeln. Sie sind in der Moschee, sind freundlich zu anderen Menschen. Und du denkst, sie hätten keinerlei Probleme. Aber wenn sie alleine sind mit Allah subhanahu wa ta'ala, nehmen sie Wudu und beten 2 Raka'a zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie bleiben lange in ihrem Gebet. Und ihr Lächeln verwandelt sich in Tränen. Sie weinen, wenn sie alleine mit Allah subhanahu wa ta'ala sind. Das sind die Mu'minun. Deren wahre Identität wirklich die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist.